Je nachdem, wie gut das denn heute wird. Ja, kriegen wir schon hin. Ja, ich hatte mit Sky gesprochen, der hat mir ein paar wertvolle Hinweise noch gegeben. Ja. So, das ist aktiv. Strom an. Okay. Mal kurz die Koordinaten. Wobei ich Du kannst auch brauche. einfach mit dem Cursor die Wegpunkte setzen, ne? Ja, aber dazu müsste ich ja, obwohl Al-Sabadani kann ich ja auf der Map sehen. Das müsste ja funktionieren. Das kann ich mal ausprobieren, habe ich noch nicht gemacht. Gehst auf Add und anstatt dann einfach auf Waypoint zu klicken oder so, gehst du einfach mit dem Enter, Alternative Enter Switch, klickst dann einfach auf die Karte, wo du willst und dann erstellt er da einen Wegpunkt. Ja, stimmt, das habe ich schon gesehen, dass das so geht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Das ist ein guter Hinweis. Schau ich mal. Map. Chart. Oh, die Chart haben wir ja noch nicht. Erst wenn das Alignment weiter ist, glaube ich. Ja, da musst du noch warten, auch mit Wegpunkt erstellen. Musst du noch warten, bis das Alignment mit durch ist. Nein, den Wegpunkt erstellen für die Position, die wir schon wissen, das funktioniert. Ja, aber für die eigene nicht, ja. Genau, richtig, weil den hat er ja noch nicht, wenn das Alignment noch nicht durch ist. Gut, bewaffnet sollten wir ja sein. Genau. Obwohl. Nee, lass mal so die Waffen. Ich will auch Raketen. Da warte ich auch noch mal. Noch sehe ich die Waffe, die Raketen nicht. Okay, ja, warte mal eben. Das kann sein, dass es Dann ein. mache ich nochmal einen Rearm, dann geht's. Bestimmt. Ja, und wie ich jetzt Zielpunkte stornen kann und dann meinen Tets drauf zoomen kann, weiß ich auch. Das ist aber noch ein bisschen fummelig. Da muss ich mir nochmal was hier überlegen. Da freue ich mich echt, wenn es irgendwann die Apache-MFDs gibt, weil da sind die dann echt nützlich, weil man dann schnell in den Menüs switchen kann. Hast du jetzt auch die Altitude Low Warning bekommen Warnung bekommen? Die auch Hat das auch gehört. auf dich? Ja, ich habe gerade den Low Altitude Warner eingestellt. Ja, hab ich mir gedacht. Ne, wir sind ja alleine, da können wir den Bypass lassen. Oh, da sind ja auch keine. Jetzt müsste das ja auch, wenn du hast ja die Lichter nicht angemacht beim letzten Mal, als du das mit dem Alignment nicht hinbekommen hast mit der Boss-Sight, ne? Ja, aber das hatte dann funktioniert, aber gut, dass du es sagst. Das kann ich nochmal machen. Foresight. Sagt er dir aber auch im iHeads unten links, ne, dass du das noch nicht, dass du das noch machen musst. Ja, stimmt, BS, Okay. ne? BS required ist das dann, ja. Waffenkonfiguration nimmst du vor, ne? Da brauche ich nichts machen jetzt. Ja. Wie gesagt, allerdings habe ich noch keine Missiles. Ja. Sonst mach noch mal den Rearm. Dann mache ich mal eben. Das macht mich ja schon wieder nervös. Die sind leer bei mir.
Hattest du vorhin noch auch, oder? Mit dem Chris? Ja, aber da bin ich in eine Hot-Maschine gejoint. Okay. Jetzt landet es durch. Ich kann auch die Wegpunkte eben vornehmen. Nee, mach ruhig. Ich will das ja auch üben. So, wichtig. Rearming complete. Ah, Waffen sind jetzt da. Okay, super. Gut. So, ich guck nochmal wegen der Wegpunkte. Ich könnte mal eben den Stream anwerfen, dann kann ich dir zeigen, wie das mit dem Klicken geht. Ja, eigentlich habe ich das schon. Erstmal unsere Position kannst du ja erstmal eingeben. Ich mach mal die Triebwerke an. Unsere Position kann ich eingeben, ja. Das ist ja gar kein Problem. So, unsere Position ist schon im Routenmenü. So. Point. Und dann. Wo ist denn der SLU? Alles klar. Al-Sabadani, wo bist du denn? Wir sind. Das ist ja südlich von uns, ne? Nee. Warte, ich mach mal auf Al-Sabadani, setze ich mal eben Punkt, dann kannst du dir den Rest machen. Warte mal, ich übernehme mal eben. Ich glaube, ich habe es schon gesehen. Al-Sabadani habe ich schon. Also ich könnte es jetzt machen. Bitte mach. Das müsste ja hier sein. Und dann mit Enter? Achso, mit Add und dann einfach die Enter? Oder wie war das? Genau, die, womit du auch dein Alignment bestätigst. Dein Boardside bestätigst, die gleiche Taste. Da habe ich einfach immer den USB gedrückt, tatsächlich. Wie heißt die Taste? Sag mal bitte. Ja, wo drückst du? Ach so, die heißt, warte, ich komme mal in Optionen nach. Ich habe die bestimmt belegt. Alternate Cursor Enter, Depress. Man muss das halt gucken, wie du das im Gunner Seat. Warte mal, wie heißt das denn im Gunner Seat? Ob das da auch die, so die, ist? Die gibt's, die heißt hier auch, die gibt's hier auch. Kleinen Moment. Okay. Alternate Cursor Enter Depress. Oh, kein Problem. Der müsste doch noch. Gehst jetzt auf Add und dann einfach Cursor irgendwo hin auf der Karte bewegen und einmal klicken. Also. Das ist Al-Sabadani. So. Nee. Das ist nicht alles, aber dann. Warte, ich mach mal eben. Okay, dann den. Erstmal, ich lösche ihn mal eben noch. Okay. Okay. Ich mach mal eben. Müsste es auch den Pilotencursor angezeigt mir anzeigen. Ich müsste dir ja. Deinen Server auch. Ich hab das gerade eingeschaltet, dass ich das sehen kann. Siehst du jetzt, da wo Big ja. 2 ist, da ist Al-Sabadani. Du hattest den hier. Ja, hast du recht. Stimmt. Ah ja, stimmt. Also da ist die Talachse, ne? Ja, jetzt sehe ich das besser auch. Genau. Hätte ich mir vielleicht mal den. Ich hätte das bestimmt besser gesehen. Aber ist egal. Okay, da füge ich den mit hinzu. Add W02. Alles klar. Route ist angelegt. Jo. Aber geiler ist es ja auch eigentlich über die. Kannst auch hier noch, wo mein Cursor gerade ist, kannst du noch einen Wegpunkt setzen. Da und dann hier. Achso, weil du da die Route, also okay, hier willst du einen haben? Genau, da, ja. Achso, ich muss erst auf Add gehen, alles klar. Genau. Point Add hier und
Da, ja genau da, da. Ja, aber bist du jetzt gerade, musst du mal wieder weggehen mit dem Cursor. Achso, man muss immer wieder Add anklicken, alles klar. Add, Genau. ja. Und da noch ein. Wieder Add und dann Klick. Und jetzt kannst du die ja einfach einfügen in den Flightplan. Auf die 2 drückst, werden die zum Beispiel zwischen 0,1 und 2 eingefügt. Wenn ich was mache? Wenn du statt End, wenn du den die Route erstellt, wenn du anstatt auf End auf die 02 drückst, wird das zwischen 02 und dem Wegpunkt davor eingefügt. Jetzt ist, wahrscheinlich würdest du gerne von 1 auf 3, 4, 5, 2, so, ne? Würdest du Ja, wahrscheinlich die. genau so zum Beispiel. Okay, dann ersetze ich jetzt. Also gehst auf Route, dann gehst du auf Auf, eigentlich auf Add Add, genau. und dann gehst du auf 2 anstatt auf End. Ja. Müsste jetzt die 3 dann. Wähle ich jetzt mir die W03 aus. Sage Enter. Mal einen kleinen Moment. So, den packe ich jetzt dahin. Ja, genau, siehst du? Jetzt Ja. kannst du die anderen dazwischen jetzt wieder auf immer, du musst halt immer wieder auf 2 drücken. Dann wird das zwischen dem 2 und dem, den du davor eingefügt hast, wird das dann erstellt. Das ist echt cool. Das habe ich entdeckt. Aus Versehen. Aber ist echt, echt cool. Cool. Jo. Da fliegen wir das so ab. Aber die nacheinander durchschalten, hast du das schon entdeckt? Wie man das? Nee, Ich auch noch keine nicht. Ahnung. Aber da hatte jetzt, ich glaube, Redkite auch und Cosmo hatten beide ein Video zum Navigating rausgebracht. Das gucke ich mir heute Abend nochmal an. Ja. Habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Okay, Lasercode. Wir sind auf Bravo. Ich bin auf PIS mit dem ACQ, das heißt, da wo du hinguckst, müsste ich jetzt eigentlich auch hingucken. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich slave mal. Warte, da muss ich Pinwiss anmachen. Ja, funktioniert. Guck mal irgendwo durch die Gegend. Jo, alles klar, funktioniert. So, da brauchst du. Ja, du guckst ja nur mein iHeart als Quelle, ne? Genau. Guckst da irgendwo auf den Boden, ne, gerade? Ja, ich gucke auf mein Display. Ja, okay. Tabs ausgewählt. Mal links das Tabs, rechts die Karte. Ich sehe, was du machst. Alles klar, dann geht's los, ne? Kann losgehen, glaube ich, ja. Sieht gut aus. Ein paar Sachen, einmal kurz einen Cockpit-Sweep machen, damit ich auch nichts Wichtiges vergessen habe, aber sieht gut aus. Genau, wir machen noch mal den Test. Alles klar, super. Ist wieder aus und dann geht's los. Whiteout, Blackout oder? Genau, das ist der das White Hot, ein anderes Black Hot. Müssen wir mal gucken, was besser funktioniert. Und CCD? Wie sieht das? Ist das jetzt CCD oder ist das Blackout? Das ist Black Hot. Das andere, das muss ich nochmal. Wie habe ich das denn gemacht das letzte Mal? Das war. Das ist denn die TV-Kamera, ne? Ja, du hast ja ein Whiteout, Blackout und CCD. Dann muss ich mal gucken, wo ich den belegt habe. Ne, das war falsch. Das heißt auch so, CCD. Muss ich mal gucken. Ja, oder TV. TV. Das kann sein. Ja, habe ich belegt. Tad Sensor Switch Button 28 auf dem
Auf dem Thrustmaster. Da muss ich mal kurz nachgucken, welcher das ist. Ja. Oh, mal schauen. Button 28. Ach, die sind. Ja, das müsste er hier sein, ne? Ja, die habe ich. Das habe ich. Hatte ich doch extra belegt. So. Das müsste jetzt TV sein. Ah, ja, ja. Und das ist Flair. Ja. Schön auf dem Drei-Wege-Schalter. Auf dem Warthog habe ich mir das gelegt. So. Sehr gut. Gut, dann werden wir abheben, ne? Mhm. Ah, der Rolling Start, den muss ich noch üben. Kannst du auch nicht so machen wie mit der Hind, dann fährst du über die Gun ab. Ja, die ist ja nach oben ge. Ich würde es trotzdem nicht machen. Wenn man mal so unter den Hubschrauber guckt, da ist nicht so viel Platz für einen Hind-Start. Das würde ich damit nicht. Da passt. Da schraubt nix. Also ich habe das schon hingekriegt, das hab man auch echt auch schön gehört, das schrappte doch schon. Nee, ich hab's noch nicht hingekriegt, ich hab's schon dauernd gemacht hier, also okay. Passt. Ich kann mir vorstellen, dass TV heute das besser sieht funktioniert. So cool aus. Ja, TV könnte ganz, sieht ein sehr schön klares Bild. Ja. Ja. Gucken wir mal. Schön ausgetrimmt, fliegt sich das echt angenehm. Man muss echt einfach nur wissen, wie man trimmt. Dann fliegt sich das super. Egal, ob du hoverst, ob du hier so rumcruist. Ja, das muss man ein bisschen schauen. Müssen wir den Debug-Pilot hier entfernen. Also das liegt jetzt, genau, den Laser muss ich noch aktivieren. Und dann geht das los. Fange ich jetzt mal an hier zu lasern. Das ist noch. Die Trucks? Ja, okay. Ich sehe schon. 6000. Ich fange mal an zu storen. T01 ist gestart. Okay, dann gucken wir mal, ob wir erstmal gepanzerte Ziele irgendwo finden. Das ist gestart. Alles klar. Oh, da steht ja einiges. Was ist das denn? Das ist doch ein BMP. Das können wir doch bekämpfen. Das sieht doch nach einem BMP oder so aus. Ne, BTR 82. Jo, den nehmen wir raus. Die sind böse. Alles klar. Wird gelasert, ich kriege aber noch kein Feedback. Das heißt, wir sind noch nicht gut ausgerichtet. Ich sehe keine Box. Genau, weil wir noch nicht ausge. Ja, mach mal den. Wir sind noch safe. Nee, wir sind nicht. Wir sind gearmt. Ich war noch nicht gearmt. Es müsste gleich eine Box kommen irgendwann. Ich sehe den Laser. Der muss ja bei dir dann. Jetzt laserst du nicht. Wir müssen ein bisschen nach rechts. Ich laser. Doch, doch. Ich sehe doch. Jetzt sehe ich den, aber ich sehe keine große Box. Ich sehe nur kleine Box. Genau, das ist ja das, was wir noch versuchen rauszufinden, woran es liegt. Also, wie ist denn. Ich gehe mal ein bisschen näher dran. Ich sehe den. Wie ist denn in deiner Symbolik? Ist da der Punkt in dem kleinen Kasten drin? Der Punkt in dem kleinen Kasten? Ja, du hast doch. Den großen Kasten im Eiherz wahrscheinlich. Und da drin ist der kleine Kasten, der sich bewegt. Ein Fehler gemacht. Wir haben LST und RFD beides auf Kanal A. Das funktioniert so nicht. Warte mal. Moment. Kleinen Moment. Also ich habe den Code eingestellt auf B und Alt habe ich auch auf B eingestellt. So ist es richtig. Jetzt müsste eigentlich gleich dann auch die. Du musst, also wenn du mit dem. Hast du die Checkliste? Ja. Also LST und LRFD sollten nicht gleich sein.
LST, LFD sollten nicht gleich sein, okay? So, also, du machst den Kanal, machst du auf... Warte. Stell das jetzt mal richtig ein. Ja, mach mal. Ich hatte damit noch nie Probleme gehabt. Mit dem Setup, deswegen wundere ich mich, aber mach mal ruhig. Weil da hast den Laser Search and Track ist dann so, eigentlich sollte das funktionieren, nach allem was ich weiß. Ach, warum jetzt Lasers? Jetzt sehe ich aber nicht die Lasersymbolik, ne? Ja, die große Box habe ich auch nicht. Das ist ja das, was wir auch vorhin hatten, das Problem. Mach mal einen Laser-Trigger. Laser, das ist ja der. Das, ich habe jetzt den Laser-Trigger Second. Machen wir First und dann Second. First habe ich nicht belegt. Aber das ist auch eigentlich nicht nötig, soviel ich weiß. Okay. 5128. Okay, warte. Jetzt. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat gerade. Warte, ich guck nochmal. Das ist halt so random, ne? Irgendwie weiß man nicht genau, woran das da liegt. Da, okay. Rifle. Ein bisschen nach vorne. Ich hoffe, dass der Drop bleibt. Ja, ich will noch so viel wie es geht von der Infanterie mit erwischen. Ja, aber du schießt ja über den Truck drüber. Ja, hast recht. Oh, hast recht gehabt. Aber sind trotzdem gestorben. Ja. Dann mach nochmal. Mhm. Willst ja, muss ja schon. Und die Explosion von dem BTR, die tötet auch nochmal die Infanterie ringsrum. So, der driftet wieder daneben. Ja. Jawohl. Siehst du, wie die Infanterie umkippt, wenn ja, du ja. den triffst? Habe ich gesehen. Okay, ich dreh mal ab, damit wir hier nicht zu nah kommen. Okay, aber so richtig, also wir kamen näher dran und dann kam die Box, ne? Das war jetzt so das, was wir gemacht haben. Mhm, ja, und ich habe die ganzen Codes wieder umgestellt. Ja, aber das war erst danach. Da bin ich jetzt, also ich glaube nicht, dass es daran gelegen hat, Derby. Ich glaube, es lag eher daran, dass wir da näher rangeflogen sind. Okay. Dann drehe ich mal hier wieder. Ich spotte erstmal in Ruhe und storm ein paar Ziele und dann gucken wir, was wir davon bekämpfen. Jo. Gut, dann fange ich mal an. Ich gehe mal auf das Target, was ich da gestartet hatte. Was war denn das? Ich gehe mal hier auf T1. Sluder mal hin. Alles klar. So, und von da aus, da laser ich jetzt mal hin, okay. Geh mal ein bisschen näher ran. Damit ich da ein bisschen. Sieht doch gut aus. Ich dreh drauf zu. Ich wollte erstmal noch, wir sind ja gerade sicher, ich wollte erstmal nochmal gucken, dass ich noch ein paar mehr Ziele finde. Wollen wir ja, mal. Können wir auch ein bisschen priorisieren, wir haben ja gerade keinen Stress. Okay, also die haben wir schon gefunden. Die haben wir auch schon gefunden. Die hier. Das BTR steht ja noch, oder? Ich glaube auch, dass der noch steht. Würde ich auch sagen, Derby. Ja, dann hauen wir da nochmal eine drauf. Ich glaube, du musst den Punkt besser auf das Ding setzen. Nicht so knapp drüber oder so. Ein bisschen tiefer. Okay. Also genau, ja, da, Box habe ich. Gut, ja. Okay, und Rifle. Jo. Jawohl. Sehr gut. Ich gehe mal auf die. Okay. Gucken wir mal, was wir hier noch finden. Ich meine, so ein Panzer wäre ja noch schick. Konzentriere mich nur aufs einigermaßen ja. gleichmäßige Havern.
Geh mal auf. Das ist Narrow, das ist Wide. Okay, ich. Ich gehe mal in den Clear. Okay. Da sehe ich jetzt nicht unbedingt mehr. Ich gehe mal in den Medium-Modus. Und jetzt mal auf. Ah ja, doch, das ist auch nicht schlecht. Hier sehe ich auf jeden Fall auch ein paar Fahrzeuge. Den habe ich schon gesehen gerade. Okay. Was ist denn eher da vorne? Nix. Das ist sehr. Ach so, ist okay. Ich glaube, TV ist echt nicht schlecht. Ja, tagsüber ist das echt gut. Wenn die jetzt rumfahren würden, ne? Oder gerade gefahren wären, dann ist der FLIR natürlich auch extrem gut. Weil die dann wirklich rausstechen, wenn die Engines heißen. Aber wenn die nur so rumstehen, ja. Ich komme gerade nicht in den White-Modus. Ich weiß nicht genau, warum. Obwohl ich den drücke. White? Achso, den Wide oder was? Also ja, ja, vom Tats, vom Zoom, ne? Okay. Also, ja. Zoom funktioniert, es funktioniert Medium, Narrow, ja, und oh doch, Wide geht doch, das ist Wide tatsächlich. Okay, dann gucken wir hier nochmal. Da haben wir auch noch was. Ich starte das Ziel mal. Okay. Ich gehe wieder in White-Modus. Wo gucken wir denn gerade hin? Ich schau mal eben. Okay, das ist ja. Panzer. Jawohl. Den schnappen wir uns. Pass auf mit dem Laternenpfahl. Ja, hab schon gesehen. Repositionier mal ein bisschen nach rechts. Kriegen auch noch kein Signal. Das sieht doch jetzt danach aus. Ich dreh mal drauf zu. Ja, da war gerade auch eine Box. Ich muss mal eben aus dem Weg von der Laterne gehen. Dann gucken wir das so, dass du wirklich das Turret. Die Unterkante vom Turret ins Ziel nimmst. Ich werde noch ein bisschen weiter nach rechts driften, bevor wir soweit sind. Ja. Brauch kein. Ja, hab einen Track. Jetzt nicht mehr. Ja, du zielst nicht genau aufs Turret, ne, so wie ich das sehe. Du musst ja auf die Unterseite vom Turret. So, hab einen Track. Ja, jetzt doch nicht mehr. Ja, pass auf, warte mal. Du zielst praktisch hinter denen, soweit ich das sehen kann. Jetzt habe ich einen Track. Geh mal genau auf den Panzer, unter das Turret, da auf die Tracks dem Ding. Ich bin genau auf dem Panzer. Bis auf dem Maschinengewehr oben, da fliegt die. Nee, bin ich nicht. Ich bin. Okay. Dann ist das desynchron, tatsächlich. Ich bin genau unter dem Turret. Okay, dann versuchen wir das mal so. Okay, Rifle. Das sieht aus, als würde das auf dem Maschinengewehr oben auf dem Turret drauf gehen. Das ist ja aber jetzt spannend. Also einfach auch mal so. Das kann ja auch in so ein. Jupp, geht drüber. Das ist ja spannend. Wie ist das denn? Der ist genau dahin gegangen, wo bei mir der Laser hingezeigt hat. Ja, aber du, wenn du mein Bild sehen würdest. Tiefer. Ein bisschen nach links. So ist gut. Jetzt kannst du schießen. Das ist unter dem Panzer. Also ich bin auf dem Boden links links unter dem Panzer. Hm.
Aber ja. Boom. Aber wie dumm, also wie doof. Das ist ja nicht so schön. Das ist leichter. Also cool. Ich gehe noch mal repositionieren, weil wir so nah dran sind. Aber er ist ja auch erst seit Donnerstag draußen. Aber das schreibe ich mir mal auf. Das ist ja ein Bug, der echt. Ist das ein Known Issue? Weißt du da was von? Keine Ahnung, nee. Bug. Das ist ja denn mein Tets und dein Tets sind asynchron. Und man muss das vom Piloten nehmen, ne? Ja, Tet vom CPG und Pilot asynchron. Wir haben jetzt nur eine Hellfire, ne? Wir haben noch drei. Drei. Pilot, Tets. Stimmt. CPG nicht. Das ist auch das erste Mal, dass es auftritt tatsächlich. Das hatte ich, also mit jetzt in dieser Session hier. Nee, du hast die ganze Zeit In dieser Session. woanders hin. Also das war auch beim BTR schon Ja, so, ja. dass du irgendwie dahinter gezielt hast. Ich sagte ja auch in dieser Session, nicht jetzt. So. Okay. Dann gehe ich mal auf das Target, von dem wir gerade waren, und guckt von da aus mal weiter. Das müsste ja das Target 5 gewesen sein. Ich sluder mal hin. Da müsste jetzt das Panzerwrack eigentlich sein. Nee. Doch, müsste eigentlich hier irgendwo sein. Sehe da nichts. Ich auch nicht, aber das. Hier müsste der Pa. Yaw Limit. Oh, warte mal. Ich laser da mal kurz hin, nur mal um zu wissen, welche Position das hier ist. Ja, aber es ist ungefähr die Position von gerade eben. Okay. Mal ein bisschen rückwärts, damit wir Abstand gewinnen. Ja, da brennt er. Ja. Nee, da war nix. Kurz gucken. Okay. Also anscheinend gibt es irgendein Problem zwischen DCS und Discord. Okay. Weil Warum welches? wird sonst DCS ab? Naja gut. Leute, ich mache mich dann jetzt ins Bett. Ich wünsche euch einen schönen Gute Nacht, bis nächste Woche. Ne? Freitag machen wir, sagen wir mal 19:30 Uhr. Oder Jo, lieber 20 Uhr. diesbezüglich. Meldest dich einfach, sagst du die beste Zeit für dich und dann gucke ich, ob ich es einrichten kann. Alles klar, super. Bis denn, ne? Gut, Ciao. bis dann. Tschüss. Okay, ich guck mal wieder in Richtung Norden jetzt mal langsam. Wir sind ja schon sehr weit im Osten, glaube ich, ne? So. Hier wären noch Ziele, die haben wir aber sch die haben sind aber jetzt ja nicht so Die nicht können wir mit ganz der Gun oder so machen. ja, finde ich auch. Den haben wir auch schon. Oh. Das sieht doch cool aus. Da war doch ein BTR da hinten Den hab ich oben. schon gestartet. Der ist schon da.
große Infanteriegruppe ist. Was für Raketen? Die müssten auch gestartet sein. Kleinen Moment, ich zoome mal ein bisschen raus. Damit ich das besser sehe. Können wir uns den BTR da oben mit den Infanterien im oberen Bildschirmrand nehmen? Habe ich schon gesehen. Ich gucke erstmal noch ein bisschen weiter. Da ist noch ein Panzer. Da ist ein Panzer. Ja, den nehmen wir uns sofort weg. Der muss weg, sonst haut er uns mit der Main Gun weg. Alles klar. Ich store den trotzdem mal. Ja, sicher, alles stone. Okay. Da, wo du jetzt hinzielst, ist super. Ja, dann ist es jetzt gerade synchron. Okay. Okay. Ich lasere. Ich habe ein Signal. Jo. Rifle. Ganz kleinen Ticken runter mit dem Cursor. Ja, so ist gut. Boom. Haha. Geil. Ja, macht Spaß. Es macht einfach Spaß. Okay. Wir haben noch zwei... Nee, doch, zwei Hellfires. Die können wir uns noch für dicke Ziele aufsparen. Ja. Da ist auch noch was, glaube ich. Ja, Trucks. Trucks, hast du die schon gespeichert? Nee, mache ich jetzt. Sind gestartet. Ich habe auch schon gesehen, es gibt auch so eine X-Mit-Funktion. Da kann man wohl, und dann auch, wenn man da draufklickt, hat man so ein USB für Send. Also wird das wohl irgendwann noch kommen, glaube ich, dass man sich, den haben wir auch noch nicht, dass man sich Ziele schicken kann. Hoffe ich zumindest. Ist das BTR, ne? Ja. Sollen wir den direkt wegnehmen? Können wir machen. Ist gestartet als T09. Ja, da kriege ich ein Signal. Und Rifle. Ah, jetzt nicht mehr. Warte, ich drehe. Ja. Woran hat es jetzt gelegen? Ich habe einfach wieder den Heli richtig reingedreht. Okay. Also Nase mehr drauf, ne? Du spielst jetzt knapp hinter das Turret, ein bisschen runter. Ja, so ist gut. Ein bisschen nach rechts. Ja, so, so ist super. Ist genau unterm Turret jetzt. Ja, sehr gut. Da kippt alles um. Das ist echt geil, das System. Macht Spaß. Kann man noch... Müsste doch auch irgendwo eine Farbe stehen, bei der man aufmunitionieren kann, ne? Das weiß ich nicht. Muss ich mal gucken gleich. Auf AF-10-Karte gucken. Mach ich mal eben. Man kann auf jeden Fall kann man sehr gut zusammenarbeiten. Das funktioniert gut. Einmal das Dorf umfliegen. Wenn wir jetzt Helfer erst los sind, fliegen wir da nochmal hin und gucken mal von Norden, ob wir von da besser was sehen noch. Weil da stehen ja sicherlich auch was im Norden von dem Dorf, ne? Das kann gut sein. Ist das Truck, ne? Ja. Mhm. Oh, warte. So. Mal kurz gucken, wo ich hier gerade hinschaue. Das ist jetzt ja schon Richtung Norden hier, ne? Die ganze Geschichte. Ich sehe jetzt. Nee, nur ja, doch, 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 ist Richtung Norden, wo wir jetzt schon gucken. Hm. So, die Nase zeigt nach Norden im Prinzip, ja. Oder Nord. Nord Ost, Nordwest. Das Nordost. Hab Nordost. Ich gemeint. Hatten wir jetzt noch ein BTR in den gestorten Zielen? Ich glaube, da war noch einer. Wir gehen die gleich mal durch. Da ist noch was. Oder ist das schon kaputt? Sieht böse aus. Geh mal rein. Das kaputt. Haben wir schon bearbeitet. Da oben ist noch was. Oh ja. Oh den. Ja, den nehmen wir. Kriegst kein Signal? Noch nicht. Gut, 4000 Meter. Zeigt euch jetzt ein bisschen drunter. 6000 habe ich. Okay. Sagt ihr 6000 Meter?
Ja. Ja, da kommt's langsam. Alles klar. Ah ja, jetzt habe ich auch. Alles klar. Wie sieht das bei dir Ja. aus, Sieht die gut aus. okay, Sieht gut aus, Rifle? aber warte. Ich gehe mal ein bisschen höher. Okay. Ja, so sieht gut aus. Na, jetzt habe ich keinen Laser mehr. Ja, du ziehst auch bei mir drüber. Jetzt ziehst du rein. Zum Ziel zu drunter. So, jetzt bin ich hier genau drauf, aber ich krieg noch Ja, das keinen. sieht ganz gut aus. Aber ich Aber krieg. ja, ich gehe noch mal ein bisschen hoch, weil das kann sein, sind 6000 jetzt. Da, okay, Rifle. Das zielt ein bisschen drüber. Ja, so ist gut. Oh, ich habe kein Signal mehr. Scatter. Ja, aber draufhalten, draufhalten. Ja, wir haben ja auch keine Missile mehr. Bisschen runter. Ja, zu spät. Doch, wir haben noch. Ne, wir haben keine mehr, ne. Nee, ich hol mal neue. Was Das ist ja bedeutet. nicht weit. Die Farb müsste im Dorf nördlich von dem Okay. von Al-Sabadani sein. Was bedeutet ein Backscatter in dem Kontext jetzt? Hast du da eine Ahnung? Nee. Okay. Master Arm ist gesaved. Jo. Wahrscheinlich, weil er nicht richtig aufs Ziel zeigt oder so. Das könnte ja auch denn auch vielleicht bei Julian das Problem gewesen sein, dass er vielleicht auch nicht synchron war und auch deswegen vielleicht gar nicht wusste, dass er nicht aufs Ziel gelasert hat. Ja, das kann sein, ja. Ich hatte dich ja jetzt hier. Ich habe das Taz praktisch bei mir auf dem linken MPD. Und ich habe ganz klar gesehen, du hast jetzt gerade auch wieder am Ende drüber gezielt, über das BTR. Ja. Und der ist dann auch übers BTR gegangen.